die Leute fragten, was machst du? Und ich habe gesagt, ich bin Anwältin. Und die Leute, das Erste, was sie gesagt haben, ist, krass, du siehst gar nicht aus wie eine. Mhm. Und habe ich immer gesagt, wie hat eine Anwältin denn auszusehen? Also was, was ist denn genau? Also bei den Klamotten geht's los, die Haarfarbe natürlich so nach dem Motto, du siehst dümmer. Also oft wurde ich dann halt für Spielerfrau gehalten oder Schmuckdesignerin oder so. Also wenn, ne? Und deswegen hat mir das Spaß gemacht, damit auch zu spielen und das zu brechen. Also dieses Klischee, man kann auch in der Kanzlei sein und sehr intelligent sein und trotzdem irgendwie rote Fingernägel haben oder so. Das ist ja cool. Ich würde gar nicht sagen, dass ich da nicht reinpasse. Ich habe die Zeit geliebt und das war... ich habe irgendwann gemerkt, mein Herz schlägt halt doch mehr fürs kreative Schreiben als fürs rein juristische Schreiben.